Yo, was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen genervten Pack-Opening-Video auf meinem Kanal. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, die neuen Picks waren anscheinend zu stark. Es wurden zu viele Namers rausgehauen. Die wurden dann offiziell von EA genervt. Es wurde auch so kommuniziert, dass sie gesagt haben, die Picks wurden rausgenommen und einfach schlechter reingestellt. Okay, morgen dazu kommt nochmal ein spezielleres Video, wo ich mal ein bisschen genauer drauf eingehe, wo wir auch ein paar Picks davon bei der Community aufgemacht haben. Heute geht es nur bei mir wie immer um Division Rivals Rewards, Food Champions Rewards und wir werden insgesamt 3 von den speziellen Picks aufmachen. Wir werden wahrscheinlich keinen Namer ziehen, aber hoffentlich jemand anderes Gutes. Kurze Update zur Road to Glory. UV läuft geistkrank. Man muss gefühlt jeden Tag, keine Ahnung, wie viele Spieler nachkaufen. Also, wer Zeit hat, kann echt viel Coins machen. Rotet haben wir verkauft für, ich glaube, 350.000 Verlust nach Steuern. Ist in Ordnung. Wir werden dieses Wochenende eine neue Icon testen. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Wir fangen direkt mit einer SBC an. Und zwar den 6er Player Pick. Ich überlege sogar das Pack bis nächste Woche aufzuheben, weil was kann man diese Woche ziehen, außer SBC-Futter und vielleicht Ronaldo Totti, der eh nicht kommt. Ja, du gibst Futter ab und kriegst Futter zurück. Atal habe ich freigespielt, hatte ich aber eh schon Untrade im Verein gehabt. Der scheint echt geistkrank zu sein, der Atal, der gestern rauskam. Ich habe den 91er schon gespielt, den RM, und der hat schon verrückte Sachen im Squad Battles gemacht. Ich bin echt gespannt, wie der 94er oder 95er Atal ist. Den muss ich mir auch noch freispielen, den werden wir dann am Wochenende auf jeden Fall testen. Was für ein Team wir am Freitag spielen, zeige ich euch gleich. Auch eine kleine Teambesprechung hier in dem Video. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein, 1 von 4. Wir schnacken nicht so lang. Und ziehen, ja, Futter. Das ist halt am Ende des Tages. Du ziehst eigentlich am Ende des Tages nur Futter. Ich gebe Futter ab und gebe Futter wieder zurück. Dann würde ich sagen, fangen wir wie immer mit Division Rivals Rewards an. Das müssen die 455k Packs sein, genau. Wir haben einige Packs. Ich werde euch wahrscheinlich nur, ja, die besten Packs zeigen. Und bevor wir reingehen, würde ich sagen, gehen wir wahrscheinlich hier noch in die Preview Packs. Mal schauen, ob hier was rauskommen kann. Erstes Pack, come on. 25k Pack, Preview Pack. Ja, dann haben wir 100k Pack, Preview Pack. Vielleicht gönnt es ja hier irgendwas. Schauen wir mal rein. Ja, perfekt, kein Walkout. Ja, ich sehe schon, wohin es heute wieder geht. Okay, dann gehen wir in das erste 55k Pack rein. Mal gucken, ob es was gönnen kann. Come on, yay. Oh, Walkout. Normaler Walkout. Ramos oder was? Ne, it's Piqué. 7. Ne, 86 Rating hat der. Nehmen wir mit. Ist Futter. Wir müssen auch eh einige Footy-Karten abschießen. Passt. Okay, Jungs. Ich habe kurz mit Duplikaten noch ein Footies Team 1 Player Pick abgeschlossen. Und wir kriegen. Ja. Futter, wie immer. Deswegen, es reizt mich halt kaum, diese SBC zu spammen, weil man halt nur Futter bekommt. Okay. Ein halbes 50k Pack, ein 25k Pack sozusagen. 6 Gold, 6 selten. Und ja, es geht durch. Ist wieder ein normaler Walkout, aber nehmen wir mit. Ist wieder PK oder was? Den haben wir, glaube ich, eben abgegeben. Gut, den haben wir abgegeben. Jetzt hier nochmal PK. Ah, den haben wir nicht abgegeben, aber ist eh tauschbar. Perfekt. Okay, noch ein Jumbo Premium Goldspieler Pack, bevor wir in die Elite Rewards gehen. Come on, yay. Ja, absolut kein Walkout. Perfekt. Können wir das skippen? Wenigstens 85 oder so. Ja, wenigstens 85 und sogar tauschbares Pack. Nehmen wir mit. Okay, Freunde. Elite, 3 Rewards. Mal schauen, ob es irgendwas bringt. Ansonsten haben wir 3 rote Karten für das eine, für die eine genervte SBC. Vielen Dank dafür hier echt nochmal. Gut, 3 Stück. Ich glaube, ich mache kein R3 Pack. Ich baller die einfach durch. Ich erwarte ja eh nichts raus. Ja, Alexandrini. Aber da gibt es ja schon die Footies-Karte. Cassie wäre auch nicht so schlecht. Ich nehme mal Alexandrini mit. Wird wahrscheinlich eh abgegeben dann in diese eine SBC. Falsche Lorente. Das ist krass. Es sind halt wirklich immer dieselben Gesichter bei mir, ne? Als wäre fix, dass immer 1, 2, 3 Spots immer dieselben Spieler kommen müssen. Das ist krass. Areola gefühlt jedes Mal. Romero, Suchek. Gut, da haben wir schon mal 3 Spieler für die eine SBC. Gut, außer sie sind jetzt mitgenommen, dann würde ich sagen, die machen wir jetzt auch. Aber bevor wir reingehen, habe ich einen schon on Stream aufgemacht als Chatpack. Das seht ihr jetzt. Machen wir jetzt einen im Stream.
Wenn's gönnt, machen wir noch einen im Stream. Wenn nicht, dann mach ich den Videos. Okay. Lange kein Chatpack mehr gemacht. Wir machen jetzt ein Chatpack. Alright. Yay. Gönn. Okay, gönn. Einfach nur gönn. Ich mach den Bildschirm jetzt aus. BS wegmachen. Das weg, dass ich nur den Chat sehe. Lorente wäre echt nice. Da würde ich sogar mitnehmen. Okay, in 3, 2, 1. Da habe ich gezogen, Jungs. What you got? Da habe ich, Jungs. Ich, oh mein Gott. Lorente, Neymar, Acuna. Lorente? No way. Wenn Lorente wäre anders krass. Wie ihr trollt. Lorente oder was? Oha. Lorente. F, F. Gut. Ja, entweder ist Big L. Ja, ich glaube, das ist trollen, Jungs. Entweder ist da Lorente drin. Ihr trollt mich. Ja, Lorente Tots. Ja. Ja, fuck me, ne. Ist egal. Ich glaube, Lorente Tots ist da drin, ne? Lorente Tots. Lass mich gucken. Ja, Trostpreis beim Bissaka, aber. Ah, wow, was für genervte Scheiße, Digga. Was für genervte Scheiße, ey. Okay, ihr habt gesehen, wir haben Van Bissaka bekommen. Der ist sogar halbwegs okay, ich glaube 220.000. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den zweiten rein. Luke Shaw, Volland. Ja, schade, dass ich halt nicht früher aufgemacht habe. Der Plan dahinter war eigentlich, mit euch zusammen das im Stream zu öffnen. Und ich habe halt Dienstag und Mittwoch nicht gestreamt. Ich dachte, Donnerstag hätten wir noch Zeit. Und ja, dann wurden die halt genervt. Und jetzt machen wir halt die genervten Packs auf. Vielleicht haben wir trotzdem Glück. Keine Ahnung, wir schauen. Zweites Premium Fujemis Upgrade Pack. Lorente, Pestoclo wäre schon geil. Ich will nicht mal Neymar oder so, wie die alle heißen. Ein Lorente oder sowas in der Art wäre schon big. Oder so ein De Jong. Wir schauen, come on, yay. Ah, das wäre eigentlich auch ein mega krasser Pool, der Acuna. Wenn, ja, wenn ich den nicht schon im Verein hätte. Das ist natürlich super unlucky. Gut, dann stoße ich ihn ab und hole ihn wieder zurück. Und gehen direkt in das dritte, ja, Food Champions Ultimate Championship Upgrade Pack, das genervt wurde, muss man natürlich immer sagen. Die brauche ich auch nicht mehr. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Es gibt so viele gute Pestoclo-Spieler, die gut wären. Das war, glaube ich, der beste, aber den habe ich halt schon. Es ist halt super unlucky. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt, ohne zu quatschen, in das dritte Pick rein. Come on. Sah nicht schlecht aus, Pestoclo. Ist delayed. Ja, den nehmen wir auch mit. Also eigentlich brauche ich gar keinen von denen. Ist auch eigentlich wieder SBC-Futter, meiner Meinung nach. Gut, dann würde ich sagen, wir haben 3 aufgemacht. Wir machen wahrscheinlich den nächsten Morgen auf. Ja, am Freitag. Da müsste ich noch genug haben dafür. Dann haben wir jetzt noch zum Schluss 3 Packs. Ja, Jungs, wie gesagt, was willst du machen? Es ist halt unlucky, dass sie ihn genervt haben vorher. Ändert eh nichts bei mir. Ist halt, ihr wisst, das ist bei mir immer dieselben Spieler, die kommen. Gut, das ist eh am Ende des Tages nur Futter. Können wir eigentlich skippen. Ich weiß gar nicht, wie viel Rating hat der. 85. Ja, das sagt schon, glaube ich, alles aus. Dann haben wir noch ein 100er und dann noch das 3er Totset. Vielleicht ein bisschen Coins noch machen, wäre gut. Jawohl, Walkout könnte. Ne, ist kein Tots, ist ein Freeze. Oder keine Ahnung, wer das ist. Es ist, oh mein Gott. Es ist sogar nur eine Champions League Karte. Es ist langsam wirklich irgendwo ein bisschen traurig, was hier kommt. Das ist schon sehr traurig. Ja gut, dann würde ich sagen, 3er Totset. Keine Ahnung, gehe ohne Erwartung rein, Jungs. Ich mache den Account oder führe den Account eh schon so lange ohne jeglichen Packluck. Ich mache das einfach immer nur auf wegen Content. Come on. Nein. Come on. Warte mal, Messi ist, glaube ich, gar kein RF, ne? Messi ist gar kein RF, soweit ich weiß, oder? Messi ist sogar Stürmer. Aber Di Maria ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Der sollte noch ein bisschen was wert sein. Ist ein gutes Rating, vielleicht was dahinter. Okay. Da beschwere ich mich gar nicht, Chat. Das sind
Ja, auch weniger als ich gedacht habe. 170.000, das ist nicht so viel. Aber, dieser Junge ist 600.000 wert. Das sind schon fast 800.000. Und er ist auch nochmal, ja, 70.000 wert. Da sind wir bei 850 bis 900.000 Münzen aus dem Dreier Totset. Das ist gut, Jungs. Wir haben zwar aus den Picks nichts bekommen, wir haben zwar aus den Special genervten Foot Champions Special Ultimative Picks nichts gezogen, aber wir haben hier 850.000 gemacht, was eigentlich im Großen und Ganzen viel mehr wert ist. Viel mehr wert ist als so ein Untrade, ne? Ich hätte gerne auch Untrade gezogen, den De Jong. Aber das ist auch sehr, sehr nice. Und so könnte mein Team morgen für die Weekend League aussehen. Also wir machen die La Liga Challenge, weil nicht nur, dass man rote Player Picks bekommt. Die rote Player Picks kann man ja wieder reinballern. Klar, die sind genervt, sind nicht mehr so gut. Aber für den Content, und wir versuchen es trotzdem. Ja, die Frage ist, ob wir morgen Ronaldinho, El Gaucho Optimus spielen oder Pelé. Mein Favorite wäre eigentlich Ronaldinho, weil ich glaube, er ist nicht so gut wie Pelé Optimus und es ist besser, dann den Schwächeren erst zu spielen, anstatt den Stärkeren. Wir sind eh fast durch, wir haben fast alle Spieler getestet, nur noch er fehlt, Pelé fehlt und R9 und vielleicht noch den Summerstar Messi, der ist noch ein bisschen besser, den werden wir vielleicht am Ende noch mal ein bisschen testen, kostet glaube ich auch nur noch 1,5 Millionen und ich glaube, so könnte das Team morgen aussehen, wenn noch Münzen übrig sind, wie es aussieht, weil wir ja De Jong jetzt gezogen haben. Könnten wir theoretisch auch Llorente spielen. Hier könnte man natürlich auch jetzt Acuna spielen oder De Jong, den ich gezogen habe. Oder wir testen, wie gesagt, Koke, wenn denn die Interesse da ist. Der gute Atal, den werde ich mir noch erst spielen. Den werden wir erst Samstag oder Sonntag einsetzen, weil ich kriege das nicht anders eingebaut, den Atal, weil ich will auf jeden Fall ihn spielen. Ja, den guten 54-jährigen Miura. Ja, und ja, so ungefähr können vielleicht das Team dann aussehen, haben dann trotzdem coole neue Spieler und machen trotzdem die Challenge nebenbei und können wahrscheinlich übers Wochenende nochmal ein, zwei von diesen special genervten Picks dann aufmachen. Wie gesagt, morgen dazu nochmal ein spezielles Video, wo ich noch ein bisschen mehr meine Meinung sage zu dem Thema, wo ich noch ein bisschen mehr in die Materie reingehe und wo wir nochmal ein paar 25, glaube ich, oder 30 von euch die Picks aufgemacht haben. Und dann könnt ihr sehen, sind die wirklich so krass genervt worden oder wurde nur was ganz Spezielles genervt. Und das werdet ihr im morgigen Video sehen. Und dann würde ich sagen, ja, war es auf dem heutigen Video nicht schlecht, würde ich sagen. Ja. Wir hatten theoretisch sogar Packler gehabt mit Acuna. Hätten wir den nicht gehabt, wäre es heute sogar ein Big Boy Pick Opening gewesen. Nur hatten wir ihn schon gehabt. Und ja, jetzt haben wir wenigstens einen 98er zum Abgeben. Und dann sehen wir uns morgen wieder, heute Abend vielleicht auf Twitch, bisschen COD oder wer weiß, was noch kommt. Und dann würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, euer KC. Schreibt mir, was habt ihr in euren genervten Pick gezogen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.